So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Nicht Greed, sondern Creed mit C. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich habe diesmal alles überprüft, dass meine Stimme zu hören ist. Weil nicht so wie der letzten, meiner letzten Aufnahmesession oder vorletzten Aufnahmesession, ja. Wo ich quasi die letzten vier Missionen nur auf einmal ohne Stimme hatte. Diesmal habe ich überprüft, diesmal ist alles gut. Und wir machen heute weiter mit der nächsten uns anstehenden Mission. Mal gucken, was heute ansteht. Also ich weiß, was Sache ist. Weil ich hier so ein bisschen Spieltipps habe, aber es liegt ein bisschen daran, wie man sich damit ungefähr weiß, was Sache ist. Southgate infiltrieren. Heißt die Mission. Gentlemen. Ich bin überzeugt, ich habe die Lösung für unser Problem. Vielmehr, Odysseus hat sie. Odysseus? Ein neuer Rekrut? Der griechische Held, du Simpel. Lasst mich erklären. Wir dringen Silas vor ein. Getarnt als Gleichgesinnte. Sind wir drin, schlagen wir zu, befreien die Sklaven und töten den Händler. Riskant, riskant. Gefällt mir. Dann lasst uns beginnen. Zunächst werden wir einen Konvoi benötigen. Der Konvoi sollte bald eintreffen. Angriff auf mein Signal. Verstanden. Machen wir es richtig. Werden wir sie unvorbereitet treffen. Die besten Feuerwaffen. Hat alle Modelle auf Lager. So, drücken Sie, um meine Waffe aufzuheben. Nehmen Sie mit. Ziel eliminiert 3. Die Frage ist, warte mal, wie müssen wir es angehen? Okay. Was zur Hölle ist das? Warte mal kurz, ich nutze mal gerade die versteckte Klinge. Gott, das ging schnell, oder? Haben wir schon geschafft? Charles, ihr und William, ihr seid die Vorhut. Lasst keinen zu uns durch. Was ist mit mir? Ihr und John folgt uns aus der Entfernung und haltet Wache. Ich gebe ein Signal, sobald wir eure Dienste brauchen. Wir sind hier, um zu helfen, dir und den Gefangenen im Southgate Fort. Befreie mich. Nicht, bis wir da drin sind. Wir dürfen am Tor wirklich nichts riskieren. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Die besten Feuerwaffen. Weißt du etwas über Silas Vorhaben? Wie viele Männer haben uns dort? Welche Verteidigungen haben sie? Das Fort unbemerkt erreichen. Du musst ihm recht wichtig sein, wenn er dir eine eigene Eskorte gibt. Sir, wir haben Feinde voraus. Sollen wir angreifen? Nein. Lass Jonathan und Thomas das erledigen. Wie ihr wünscht. Einfach gerade mal. Aber ich verstehe, dass du vorsichtig sein musst. Der hatte. Krass, dass ich. Hatte die laufen da hinten lang. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwie. Ich dachte, die hätten uns jetzt
Also ich will ja alle Missionen machen, auch versuchen, die optionalen Ziele zu erreichen. Das war das nicht immer schaffen, das haben wir schon gemerkt. Und ja, und mal so gerade nebenbei, bevor es jetzt gerade ins Quatsch weitergeht, Dankeschön an meine kleine Community. Ich feiere jeden eurer Kommentare. Hä? Ich war schon? Wie ihr denkt. Hä? Weißt du etwas über Silas vor? Achso, wir hätten aussteigen müssen, wahrscheinlich den killen müssen, oder was? Ich glaube, wir hätten ihn sogar killen müssen. Du musst ihm recht wichtig sein, wenn er dir eine eigene Eskorte gibt. Sir, wir haben Feinde voraus. Sollen wir angreifen? Nein. Lass Jonathan und Thomas das erledigen. Wie ihr wünscht. Du vertraust uns nicht. Aber ich verstehe, dass du vorsichtig sein musst. So sei es. Warte mal kurz. Nicht, dass wir jetzt... Warte mal. Ja, ist doch jemand. Aber die Frage ist, wie machen wir das? Müssen wir den irgendwie killen jetzt, oder was? Achso, ja. Okay, das habe ich erst. Ich muss zugeben, dass ich es gerade nicht entdeckt habe. Ja, nicht gesehen habe. Okay. Gottverdammte Richter. Lasst keinen zu uns durch! Heute triffst du den Sensenmann! Muss doch immer einer sein, oder nee, haben wir. Aha, ihr bringt Fleisch. Auf eure Posten! Sagt nur Bescheid, ich strecke sie nieder. Hey, ist gut. Moment mal. Seid ihr neu? Wer ist euer Officer? Greift den Feind an! So, die Typen haben wir platt. Und dann haben wir das auch soweit geschafft. Wir lassen gerade einfach alles mal. Frei. Sehr schön. Ist jetzt ein bisschen taktisch nachdenken. Also Dinge, die ich nicht kann. Nein, alles gut. Wir kriegen schon irgendwie hin. Hoffe ich mal. Wir müssen auf jeden Fall unbemerkt bleiben. Unaufmerksam, ja. Unaufmerksam, das kann ich immer ganz gut. Halt! Guten Abend, Gentlemen. Nennt euer Anliegen. Lieferung für Silas. Rein dann. So. Siehst du? Ich befreie dich, wie ich es versprochen habe. Wenn ich dir vielleicht erklären dürfte. Tschüss. Lasst sie gehen. Sie wird uns verraten. Nein, wird sie nicht. Wie lautet der Plan? Befreit unbemerkt die Gefangenen. Was ist mit Silas? Er stirbt. Das Signal, wenn ihr bereit seid. So, die Gefangenen unbemerkt befreien. Ich kann mich gar nicht mehr runtergehen, in Deckung gehen. Wir lassen es erstmal gerade. Ich könnte natürlich alle bemerken. So. Ich könnte sie natürlich jetzt alle murksen. So, wie machen wir das jetzt? So.
So, warte mal. Sind wir... Gut, wir müssen jetzt gucken, was wir machen, wie wir das angehen. Gefangene befreit 0 von 3. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das angehen. Auf Silas geheißt. Ich nehme an, das ist nicht allzu kompliziert. Auf Störungen achten. Sicher gehen, dass Ordnung herrscht. Haltung annehmen, Soldat. Von der Wahl. Wie bitte? Du hast nicht weißt, umso besser. Haltung mach annehmen. Einfach, was man dir sagt und steh uns nicht den Weg. Ein guter Freund. So, warte mal. Ich muss schon sagen, das Wetter in Boston ist angenehmer als daheim. Warte auf den Winter. Vielleicht denkst du dann. Oder den Sommer. So, die befreien wir. So. Okay. Die nehmen wir auch mit. Haben wir eigentlich irgendwelche optionalen Ziele? Den General finden und töten. Heimliche Attacke von hinter einer Ecke ausführen. Ach so, wir haben drei. Die hier wurde mir gar nicht angezeigt. Wir lassen es gerade mal. Das war der erste. Jetzt wird es nämlich auch angezeigt.
Ach, wir haben schon den General getötet. Das war wohl der. Und damit müssen wir tatsächlich auch die Mission hingekriegt haben, oder? Also, wir haben ja unbemerkt befreit. Ja, wir haben die optionalen Ziele erreicht, den General gefunden und getötet. Und die Gefangenen unbemerkt befreit. Sehr gut. Also, da haben wir das auch wohl hingekriegt. Eine einzige Stunde Ruhe, mehr wollte ich nicht. Stattdessen werde ich nach 10 Minuten von diesem lärmenden Irrsinn geweckt. Ich verlange eine Erklärung, und zwar am besten eine gute. Was? Wie ist das passiert? Meine teure Ware freigesetzt? Das akzeptiere ich nicht. Den Schuldigen wird es sicher an den Kragen gehen. Doch erst schaffen wir hier noch Ordnung. Schließt das vor. Tötet jeden, der flüchten will. Ist mir egal, ob er zu uns gehört oder zu denen. Wer sich dem Tor nur nähert, ist tot. War das deutlich? Bringt sie zurück! Geht nur, Hector. Wir halten die Wachen, kümmert ihr euch um Silas. Tschüss. Aber nicht. Warte mal. Warte. Schwert. Okay. So, den habe ich auch schon erledigt. Der kommt hier nicht. Ich erledige das, Sir. Sehr schön. Oh, tschüss. Hab das auf Zeiles. Bin ich denn überhaupt? Wo wurdest du ausgebildet? Wurdest du überhaupt ausgebildet? Tschüss. Ich erledige das, Sir. Ach, das geht ja bisher relativ locker. So, haben wir dann jetzt auch. Wie viel haben wir denn noch jetzt? Für den Orden! Alter Verwalter. Doch, den haben wir auch erledigt. Weggeschnetzelt. Wir haben jetzt ein optionales Ziel leider nicht erreicht. Ich glaube, das war der Schaden. Aber dann, who cares? Sei es drum. Aber ich glaube, ihr beiden kennt euch recht gut. Ich versprach's dir, Cyrus. Und ich werde es einhalten. Edgehard. Naja, wir mussten eigentlich nur ihn töten. Aber das kriegen wir, haben wir schon gut hinbekommen.
Und was nun? Wir warten. Doch sicher nicht lange, vermute ich. So, das war die Mission Southgate in Filtrieren. Ja, wir haben nicht alles zu 100% hinbekommen, aber wir haben es relativ gut bekommen. Und das war, liebe Leute, die Sequenz Nummer 2, die wir jetzt durchgearbeitet haben. Mehrere Wochen sind vergangen, seit wir die Gefangenen Mohawk befreit haben. Ich hatte gehofft, ihr Anführer meldet sich. Doch leider blieb es still. Meine Männer sind unruhig, wollen wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe keine Antwort. Lee allein bleibt unermüdlich, verfolgt selbst die kleinsten Spuren. Er streift durch die Stadt und die angrenzenden Wälder. Er hofft, dass er auf einen der Geretteten trifft. Es war eine Frau bei ihnen in jener Nacht. Sie hat die anderen in Sicherheit gebracht. Wenn wir sie fänden, bekäme ich meine Antworten. Ich kann nur abwarten und hoffen, dass meine wahre Mission bald beginnen wird. Ja. Sequenz 3, Boston 1755. Gut, das wär's für heute. Wir sehen uns wieder morgen um 12, wenn ihr wieder Bock drauf habt, auf Assassin's Creed 3. Bis dahin. Tschüss.